Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Geld lieben leicht gemacht, ab auf die Couch, der knackige Quickie für mehr Spaß und Leidenschaft in deiner Beziehung zu deinem Geld. Und der erste Quickie handelt von dem Thema Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, und wer kennt es nicht aus der eigenen Beziehung oder aus vergangenen Beziehungen, dass du dir vielleicht mehr Aufmerksamkeit gewünscht hättest von deinem Partner, dass er auch mal nach dir schaut, wenn du nicht im kleinen, süßen, schwarzen oder roten Negligé dastehst, sondern auch in deinen dicken Socken und der Jogginghose. Und genau das Gleiche möchte dein Geld auch. Dein Geld möchte auch deine Aufmerksamkeit. Dem gefällt das nicht, wenn du nicht nach ihm schaust, weil wenn du nicht auf dein Geld schaust und ihm keine Aufmerksamkeit schenkst, dann sucht es sich einen anderen oder eine andere, bei der es diese Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen mein Tipp für dich für heute in dieser Folge: Mach doch mal regelmäßige Dates mit deinem Geld. Einmal in der Woche, das kann sein am Montagmorgen für den Überblick, am Freitagnachmittag fürs Wochenende oder. Schau mal, was für dich dabei gut ist, aber wirklich regelmäßig und egal wie, gell? Immer schön dann auch das Date einhalten. Deswegen schreibst du in deinen Kalender wie einen normalen Termin auch. Nimm dir eine Tasse Kaffee oder ein Glas Wein, je nachdem, was dir liegt, was du gerne möchtest. Und dann hab ein Date mit deinem Geld und schenk ihm deine Aufmerksamkeit. Das war's auch schon, der knackige Quickie von heute. Wenn du weitere Fragen hast oder Anregungen, dann komm rüber auf www.carinaschimmel.de oder schreibe mir an post@carinaschimmel.de. Ich bin mega neugierig und freue mich immer, von Menschen zu lesen. Bis bald in der nächsten Folge. Mach's gut. Tschüss, tschüss. Deine Carina.